Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Talking About Horses. Mein Name ist Sandra Haider. Ich bin Osteopathin, Physiotherapeutin, Akupunkteurin für Pferde und betreibe seit fast mehr als 15 Jahren eine eigene mobile Pferdepraxis. In meinem Podcast erfährst du viele Themen aus dem Bereich Pferdegesundheit, aus meiner Praxis, aus meinen Praxiserfahrungen heraus. Ich bringe dir meine Denkansätze näher. Ich erhebe sehr gerne die Stimme für die Pferde, um zwischen den Welten zu vermitteln und dir als Pferdebesitzer oder Reiter oder Reitbeteiligung noch viel mehr Wissen rund um das Thema Pferd zu vermitteln, damit das Pferd oder dein Pferd langfristig davon profitieren darf. Ich freue mich total darüber, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast, um deinen Wissensrahmen zu erweitern und dafür zu sorgen, dass unsere Pferde eine bessere Welt gestaltet bekommen. Wo auch immer du jetzt bist, ob im Auto oder zu Hause, genieße die Zeit mit mir und hab viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich dich ganz gerne mit in die Thematik reinnehmen, die häufigsten Probleme, die durch eine osteopathische Behandlung behoben werden können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Da ich mich in einer meiner letzten Podcast-Folgen ja schon mit dem Thema beschäftigt habe, Osteopathie und die kalte Jahreszeit und was und wie du dein Pferd am besten darin unterstützen kannst und welche Maßnahmen du ergreifen kannst, dein Pferd zu unterstützen oder wie ich als Osteopathin dir dabei helfen kann, dass dein Pferd auch in der kalten Jahreszeit gut betreut ist, möchte ich heute auf ein neues Thema eingehen. Und zwar steht für uns alle der Winter vor der Tür. So wie ich gesehen habe, schon ganz bald, und zwar melden Sie bei uns nächste Woche schon Wintertemperaturen. Und ich möchte ganz gerne heute mal über das Training in der kalten Jahreszeit besprechen. Die Bodenverhältnisse sind anders, die Temperaturen sind kälter. Das macht das Training im Winter oft sehr anspruchsvoll. Gerade wenn du keine Halle hast und nur in Anführungsstrichen einen Reitplatz, ist es dann schon manchmal wirklich eine große Herausforderung, sein Pferd trotzdem gut durch den Winter zu bringen. Wir haben das Problem, dass die Pferde halt etwas knackiger sind als sonst, weil sie halt nicht so viel rauskommen wie zu einer anderen Jahreszeit. Das stellt uns Reiter ganz oft vor eine große, große Herausforderung, weil wir die Pferde ja auch irgendwie händeln müssen. Und wenn sie lange gestanden haben, ist das ja auch immer so tricky, was die Sehnenbänder und die Gelenke angeht. Die brauchen nämlich gerade zu dieser Jahreszeit einfach eine längere Anlaufphase. Das liegt daran, dass die Beine meist nicht durch Decken geschützt sind. Da muss man auch gucken, eindecken ja, eindecken nein. Ich habe meine Pferde nicht eingedeckt. Es sind junge Pferde, die sehr wohl mit diesen Temperaturen zurechtkommen und auch mit dem Schnee zurechtkommen. Wenn du aber zum Beispiel PSSMler hast, ist es ganz wichtig, dass du guckst, dass sie ausreichend warm eingedeckt sind. Und da musst du wirklich drunter packen und gucken, ob das kuschelig warm ist. Ansonsten musst du halt von der Grammatur her höher gehen mit deiner Decke. Es ist aber auch so, dass die Muskulatur bzw. die Sehnen, Bänder und Gelenke in der kälteren Jahreszeit einfach mehr Bewegung brauchen, um ihrer eigentlichen Funktion gerecht zu werden bzw. nachzukommen. Also brauchst du gerade auch im Winter eine längere Aufwärmphase als im Frühjahr oder im Sommer. Wenn die im Frühjahr und im Sommer sowieso draußen sind und sich auf der Wiese bewegen und du hast kurze Stehzeiten in der Box, ist das alles was ganz anderes als jetzt zu der Winterzeit. Vor allen Dingen, wenn dann noch Frost mit im Spiel ist. Der Frost zieht wirklich durch die Gelenke, wenn die Pferde im Offenstall stehen oder eine Möglichkeit haben, Stall oder rein, raus, alleine zu entscheiden, ist es doch sehr oft so, dass man sieht, dass die Pferde gerne draußen stehen, auch bei kalten Temperaturen.
aber die Beine nicht immer so ausreichend geschützt sind. Das hat zur Folge, dass die Blutzirkulation und auch die Synovialflüssigkeit, die sich in den Zwischenräumen der Gelenke befindet, also das ist die Gelenkschmiere, das ist die Gleitflüssigkeit der Gelenke, länger brauchen, bis sie ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Das heißt, da machst du nicht bitte 10 oder 15 Minuten Schrittphase, sondern guckst dann schon mal, dass die Schrittphase 20, 25 Minuten oder auch 30 Minuten lang sind. Und was natürlich schön ist, wenn du deinem Pferd diese Aufwärmphase gönnst und dich selber dabei aufwärmst. Auch wir Reiter neigen dazu, im Winter schön immer die Schultern hochzuziehen, den Kopf zwischen die Schultern zu packen, weil es ja so kalt ist. Das macht natürlich was mit deinem Pferd, aber es macht natürlich auch was mit deinem Körper. Und wenn du dich bewegst neben deinem Pferd und vielleicht schon mal eine Viertelstunde im Schritt mitgehst, dann bist du auch schon mal warm und dann hast du gleich eine andere Figur oben auf deinem Pferd, wenn du dich draufsetzt. Dann ist es natürlich auch gerade für die Turnierreiter so, dass man guckt, dass man das Wintertraining eigentlich dafür nutzt, um Konditionen aufzubauen, um Defizite, die vielleicht so in der einen oder anderen Lektion noch waren, über den Winter auszugleichen. Also da nochmal speziell wieder in Lektionsarbeit reinzugehen und. Was ich aber total schön finde, sind halt so spezifische Übungen, die einfach für den Körper sind und sich quer durch den Körper ziehen, was die Muskulatur, was die Dynamik der Muskulatur angeht und was sich einfach positiv auf den ganzen Körper auswirkt. Das sind verschiedene Übungen, die ich dir jetzt gerne mal ein bisschen näher bringen möchte. Was ich total wichtig finde, immer, und das solltest du eigentlich auch als Routine mit einbauen, ist für mich, dein Pferd immer mal 3, 4, 5 Schritte rückwärts zu richten, ohne dass du als Reiter oben drauf sitzt. Das Rückwärtsrichten dient dazu, den langen Rückenstrecker zu dehnen und die hintere Muskulatur, also die Hamstrings, zu dehnen und sorgt für mehr Trittsicherheit bei deinem Pferd. Achte darauf, dass dein Pferd gleichmäßig rückwärts geht. Also, dass es nicht zur rechten oder zur linken Seite ausbricht. Denn das kann ein Aufschluss dafür sein, dass im Kreuzbeinbereich oder im Lendenwirbelbereich etwas muskulär nicht stimmt oder dort eine Blockade ist. Also gleichmäßig rückwärts richten und auch vom Takt her gleichmäßig. Ja, schau mal, dass du das vielleicht jetzt in den nächsten Monaten einfach schon mal mit deinem Pferd trainieren kannst. Wenn dein Pferd sicher im Rückwärtsrichten an der Hand ist, dann kannst du diese Lektion natürlich auch wunderbar beim Reiten einbauen. Aus dem Rückwärtsrichten hol dir schön den Bauch nach oben, schick dein Pferd ins Vorwärts. Ja, lass die Hand vor, hol dir den Bauch und schick dein Pferd nach vorne. Es ist eine super Übung, um dein Pferd locker zu machen im Rücken und in der Halsung. Das Gleiche kannst du machen, wenn du schon etwas weiter fortgeschritten bist und dein Pferd einfach ein fortgeschrittenes Leist oder dein Pferd einen fortgeschrittenen Leistungsstand hat, aus dem Rückwärtsrichten antraben oder angaloppieren. Dabei ist es aber super, super, super wichtig, dass du das Pferd am Bein hast, ja, dass nicht der Rücken durchhängt, sondern dass dein Pferd eine gute, stark gebildete Bauchmuskulatur hat und du dein Pferd einfach mit den Beinen unterstützt, dass es nicht nach unten durchsackt, sondern dass es den Rücken aufwölbt, den Bauch fest macht und den Bauch anspannt und dann in diese super schöne Übung zu starten. Was ich dazwischen schieben möchte nochmal, warum die Aufwärmphase so wichtig ist. Wenn die Gelenke, Sehnen und Bänder kalt sind, dann hast du natürlich auch eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn dein Pferd mal einen Ausfallschritt macht. Ja? Was ich auch ganz fatal finde, bitte lasst die Pferde nicht unkontrolliert in der Halle laufen. Ich sehe das immer wieder, wenn ich in den Stallungen bin, dass die Pferde aus der Box genommen werden und werden in die Halle gepackt, damit sie sich bewegen. Bitte tut das nicht. Das macht so viele böse Verletzungen. Nehmt euer Pferd an den Strick. Es tut euch genauso gut, wenn ihr einfach mal eine halbe Stunde mit eurem Pferd spazieren geht. Es muss ja nicht immer die Halle sein. Es kann ja auch draußen auf dem Platz sein oder auf dem Hof,
Auf den Höfen ist ja meistens Licht, da kann man sehr wohl sein Pferd an die Hand nehmen und mal ein paar Runden Schritt gehen. Was für mich immer eine super tolle Stabilisierungsübung ist, die die Lende stabilisiert und die seitliche Bauchmuskulatur stabilisiert, ist das Kruppe herein. Im Westernreiten, ich habe ja beide Reitweisen kennenlernen dürfen, als ich noch aktiver Reiter war. Bin angefangen in der klassischen Reiterei und bin dann für ein paar Jahre ins Westernreiten rüber gewechselt, um dann festzustellen, das ist jetzt doch nicht so ganz meins und bin jetzt wieder in der Dressur zu Hause. Aber im Westernreiten habe ich gelernt, dass die Pferde einfach nochmal anders gymnastiziert werden. Und da ist zum Beispiel das Kruppe herein eine grundsätzliche Übung, die geritten wird, um das Pferd zu gymnastizieren und zu stabilisieren. In der klassischen Reiterei ist es als Travers bekannt. Dabei bringst du das Pferd bzw. die Hinterhand deines Pferdes dazu, dass sie sich seitlich versetzt. Das heißt, du bist auf gerader Spur und schiebst einen Hauch von der Hinterhand in die zweite, dritte Hufspur. Das kann man total schön machen auf einer gebogenen Linie, zum Beispiel auf der offenen Zirkellinie, dass du sowieso gebogen bist, wenn du auf der linken Hand bist und du hast dein Pferd schön um das Bein gebogen, dass du mit dem äußeren Schenkel das Pferd nochmal so ein Stückchen die Kruppe reinschiebst und du merkst, dass der Popo, das Becken, die Hüfte sich für zwei, drei Schritte nach innen schiebt und dann lässt du es wieder raus. Es ist eine super, super Übung, um die Geschmeidigkeit zu fördern und dafür zu sorgen, dass du Stabilität und Bewegung, Mobilität in den Lendenwirbelbereich bekommst. Für die Bauch- und Rückenmuskulatur ist das Übertreten lassen auf einer gebogenen Linie extrem wichtig. Ja, und super, super effektiv. Das ist eine mega gute Übung, wenn du auf einem Zirkel bist und du lässt auf dieser Zirkellinie, schiebst du dein Pferd mal etwas raus und lässt es übertreten. Ja, da schiebst du nicht die Kruppe rein, sondern du schiebst das Pferd nach außen, gehst vorne weiter auf der gebogenen Linie und schiebst immer mal das Pferd raus für zwei, drei Tritte, sortierst es wieder rein und bleibst weiter auf der gebogenen Linie. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Für mich ist das total klar. Ich habe das ja jetzt so im Kopf, was ich euch mitteilen möchte. Aber ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Für meine Kunden, da mache ich das natürlich immer mit direkt am Pferd, dass die wissen, was ich gerne bewegt haben möchte und was ich einfach gestärkt haben möchte. Das Kreuzen der Hinterbeine, ja, stärkt die Körpermitte und das Gleichgewicht. Und diese Übung kannst du tausendfach variieren, ja, indem du die Biegung mal verstärkst, indem du die Biegung abschwächst. Du kannst auch mit Stangen arbeiten oder mit Pylonen das Ganze nochmal arbeiten, ja, indem du vielleicht einen Ankerpunkt setzt, das ist die Pylone, da bleibe ich mit der Vorhand stehen und ich verschiebe die Hinterhand um die Pylone. Also es gibt so viele tolle Übungen. Genauso kannst du das machen, wenn du mit der Hinterhand an der Pylone stehen bleibst und du verschiebst die Vorhand, ja, um die Pylone rum quasi. Also du gehst oder wanderst um die Pylone herum. Es gibt so viele tolle Übungen, die den Rumpf in sich stärken, die die Lende stärken, die die Schulter frei machen und mobilisieren und die darüber hinaus noch den Lendenwirbelbereich stärken. Ich sag mal, dieses Öffnen und Schließen von diesen Winkeln, die die Pferde setzen, wenn sie das Bein nach vorne seitwärts schieben, zum Beispiel im Brustbereich, um die Pectoralismuskulatur frei zu machen, um den CTÜ frei zu machen. Das sind, ach, so schöne Übungen, die man machen kann mit den Pferden. Und es wird nicht langweilig. Und das kannst du alles entspannt im Schritt machen. Das musst du nicht in Stress, in Hektik machen, wie auch immer. Das wird euch Spaß machen, glaub es mir, wenn du da dich mal reingibst in diese Übungen. Dann die Vorhand, das Vorhandtraining. Das gebe ich auch immer an meine Leute. Das ist das Cavaletti-Training. Ich finde, Cavaletti-Training ist ein super, super gutes Training, um die Pferde mobil zu machen in der Vorhand und in der Hinterhand. Ja, Cavaletti-Training, da kannst du variieren, du kannst sie kurz legen, dass das Pferd kurze Tritte übergehen muss und du kannst sie lang legen, du kannst sie von der Höhe variieren. Also du hast ganz viele Verwendungsmöglichkeiten, wenn du Cavaletti-Training machst. Du kannst auch über einem Cavaletti stehen bleiben und dein Pferd ins Seitwärts schieben. Ja, einmal nach links,
einmal nach rechts und dann gehst du wieder geradeaus. Es sind so schöne Übungen, die du machen kannst, um dein Pferd jetzt gut über den Winter zu bringen. Das sind alles Übungen, die kannst du entspannt im Schritt machen. Die schaden deinem Pferd nicht, die gehen nicht auf Sehnenbänder und Gelenke, wenn du es im Vorfeld gut aufgewärmt hast. Und damit kannst du ganz, ganz, ganz viel Training machen. Der Stangenfächer. Ich liebe auch den Stangenfächer. Oder das Dreieck, ja, dass du ein Stangenfächer, bleiben wir beim Stangenfächer. Du legst dir oben in irgendeiner Ecke der Reithalle, des Reitplatzes, mehrere Stangen hin, so dass du, was weiß ich, sechs Stangen liegen hast und du hast unten die Stangen eng und oben sind sie weit auseinander wie ein Fächer. Und du hast die Möglichkeiten, entweder kurz zu arbeiten oder lang zu arbeiten mit deinem Pferd. Das ist so schön und das macht wirklich beiden Spaß und dein Pferd ist auch mental ausgelastet, weil es muss ja jetzt aufpassen. Es kann ja jetzt nicht einfach so über die Stangen oder über die Cavaletti stolpern. Das sind schon wirklich tolle Übungen, die auf jeden Fall unterstützend sind, um dein Pferd jetzt gut durch den Winter zu bringen. Dazu, wenn du jetzt nicht lustaktiv bist und aktiver Reiter bist, dazu kannst du natürlich auch dein Pferd auf die Balancepads stellen. Ja, das ist ein inaktives Muskeltraining. Also es gibt das aktive und es gibt das passive Muskeltraining. Das passive Muskeltraining passiert eben halt, wenn du dein Pferd auf Balancepads stellst. Dann arbeitet auch ganz viel. Du gehst auch über diese Stabilisatoren, über die Tiefenmuskulatur. Alles regt natürlich auch das Faszialgewebe an und das neurologische Gewebe wird auch mit involviert. Die neurologische Reizweiterleitung wird aktiviert und, und. Also es macht so viel Spaß, wenn du im Winter bist und einfach, ja, dir so ein bisschen überlegst, was kann ich denn machen, was kann ich denn tun, wie kann ich denn mein Pferd jetzt aktiv unterstützen. Ich zum Beispiel arbeite total gerne mit dem Horse Body Former System. Das kannst du natürlich auch machen an der Hand. Das ist eine Handarbeit letztendlich. Oder ich arbeite gerne über die Doppellonge. Auch in der Doppellonge oder Langzügelarbeit kannst du ultra viel machen. Du kannst dir Pylonen hinlegen. Du kannst um die Pylonen rumgehen. Du kannst dir Stangen hinlegen. Du kannst dir, sag mal schnell, jetzt komme ich nicht drauf. Eine Matte, eine Turnmatte, so eine Turnmatte hinlegen, wo du dein Pferd draufstellst auf die Turnmatte. Das ist auch immer super cool. Aber lege die Turnmatte bitte in einen Sanduntergrund oder auf einen Sanduntergrund, weil es hat einen viel besseren Effekt, als wenn du das auf, wenn du die als langsam. Als wenn du die, ihr seht schon wieder meine Begeisterung und ich bin schon wieder im Kopf viel weiter und denke, ach, das kannst du noch sagen und das kannst du noch sagen. Also nicht auf Asphalt legen, dann habt ihr nicht diesen Effekt, dass die Matte so schön nachgibt. Und ich finde das super, super schön. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt euch eine Stangengasse machen. Ihr könnt eine Vorwärts- oder ein Stangen-L machen, wo ihr vorwärts reingeht und rückwärts wieder rausgeht. Also das kann man alles mit der Langzügelarbeit machen, zum Beispiel, wenn ihr da fit drin seid und es gibt, ach, es gibt so viele Möglichkeiten, auch den Winter schön zu gestalten. Es ist nicht immer so, lass den Frust zu Hause, es ist kalt, es ist nass, es ist windig, es ist doof. Ja, das habe ich auch, aber trotzdem gehe ich jetzt gleich noch in den Stall, um einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ganz in Ruhe für mich mit meinem Pferd zu sein und mein Pferd dann halt entsprechend in meiner kleinen Bewegungshalle zu arbeiten. Und was ich heute mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht lege ich mir auch einfach die Gaidnergassen hin und mache ein bisschen Gaidnerarbeit. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie du dein Pferd unterstützen kannst. Du musst es halt nur tun. Wenn du irgendwo zum Beispiel einen Hügel hast, ist das auch eine super Möglichkeit, diesen Hügel mit ins Training einzubauen. Ich liebe die Arbeit im Gelände. Geh in Wald, wenn du darfst. Alle Jäger werden mich jetzt wahrscheinlich erschlagen, keine Ahnung. Aber geh über Stock und Stein. Das schult die Propriozeptoren, das fördert die Kondition, das fördert aber auch die Konzentration deines Pferdes. Die Trittsicherheit wird geschult und du wirst merken, wenn du viel draußen bist, hast du es nachher viel einfacher, wenn du wieder in die Lektionsarbeit mit deinem Pferd gehst. Und wenn ihr dann im Frühjahr in die nächste Turniersaison startet, weil dein Pferd einfach total locker ist
gut aufgestellt ist für das, was kommt, emotional, mental und körperlich. Also, hab viel Spaß dabei. Ich muss mal gucken, ob ich mir noch so ein paar schöne Übungen raussuchen kann, die ich dir vorstelle als Gedankenstütze. Sicherlich weißt du das alles selber, aber ich glaube, manchmal braucht man so ein bisschen eine Gedankenstütze von außen, damit es einem wieder einfällt und man sagt, ach ja, klar, das kann ich ja auch noch machen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen super schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Die Sandra.